Wir machen hier tatsächlich in diesem Saal allerdings weiter mit dem nächsten Lightning Talks. Es gibt noch zwei Lightning Talks, aber dieser nächste, bei dem dreht sich alles um das Thema Nachhaltigkeit, Mobilität und performatives Lernen. Ich bin ganz schön gespannt auf OER aus Ixhain, einen Lightning Talk von Mike Walter, dem Direktor der Volkshochschule in Kreuzberg-Friedrichshain. Und da sind Sie auch schon, Herr Walter. The stage is yours. Sie verkabeln sich gerade noch und Ihre Präsentation wird hier hinten auf dem Bildschirm hochgezeigt, angezeigt. Und dann kann es auch schon direkt losgehen. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen hier in Friedrichshain-Kreuzberg. Ich freue mich natürlich, dass die Digitale bei uns im Stadtbezirk stattfindet. Also nochmal hier auch herzlich willkommen. Ja, Friedrichshain-Kreuzberg, das Mekka der neuen, der Digitalisierung, auch der kleinen Werkstätten, wo Digitalisierung passiert und natürlich auch im Bildungsbereich. Und ich möchte Sie heute mit auf eine Reise nehmen, eine Reise in die Welt von OER. OER ist immer ein großes Thema auf allen Bildungskonferenzen und wir haben schon beim Web Learning Day haben wir viel über OER gehört. Deswegen jetzt mal kurz die Frage, wer hat schon mal von OER gehört? Okay, ich schätze mal mindestens die Hälfte. Wer hat schon mal mit OER gearbeitet, also hat auch OER in der Hand gehabt? Das sind noch 4, 5, 6, 7 Teilnehmende. Wer hat schon mal OER erstellt? Das sind immerhin noch fast die gleiche Gruppe, die 7 Teilnehmenden. Herzlich willkommen. Aber für eine Konferenz, die sich mit Digitalisierung beschäftigt, 200 angemeldete TeilnehmerInnen hat, ist das natürlich extrem wenig. Das heißt, wir fordern immer viel OER, aber in der Praxis kommt wenig OER an. Und genau ich möchte heute diesen Punkt aufnehmen und zeigen, wie kann man OER an die Volkshochschule bringen, wie kann man Kursleitungen mit einbeziehen und wie können wir neue Materialien generieren. Das ist mein Thema. Nachhaltigkeit, Mobilität und performatives Lernen. Das sind die drei Bereiche, mit denen wir in Friedrichshain-Kreuzberg gearbeitet haben und die Reihe ERGS gegründet haben, OER aus Ixhain aus Friedrichshain-Kreuzberg. Was Sie im Hintergrund sehen, ist unsere Volkshochschule und zwar unser erster großer Standort in ganz in der Nähe, in der Wassertorstraße. Dort sitzt auch unser Fotozentrum, deswegen habe ich heute dieses Bild mitgebracht, denn unser Fotozentrum war der Ausgangspunkt für unser erstes OER-Material, was wir entwickelt haben. OER, hier sind zwei Quellen nochmal angezeigt, wer davon noch wenig gehört hat, was das ist. Es ist digital, es ist kostenfrei, es ist für nicht kommerzielle Bildungszwecke konzipiert und es ist, das vergisst man immer, es ist veränderbar. Das heißt, man kann mit diesen Materialien weiterarbeiten, man kann sie für den eigenen Unterricht adaptieren. Wir haben 3 Materialien jetzt zur Verfügung gestellt. Die Adresse ist eingeblendet, relativ einfach gehalten, ergs.de. Wir haben etwas zur Mobilität gemacht, zur Nachhaltigkeit und wir haben ein Material aus der performativen Didaktik, das ist die alte Dramapädagogik, die alte Theaterpädagogik, zur Verfügung gestellt, aufbereitet für den Fremdsprachenunterricht, kleine Lern-Lehrvideos, wo man sich Anregungen, Impulse holen kann für den eigenen Unterricht. Ich gehe heute auf das zweite Material, auf das Material zur Nachhaltigkeit. Wir haben heute schon viel zur Nachhaltigkeit gehört im ersten Teil. Ich möchte heute mal zeigen, wie wir mit den Materialien aus dem Fotozentrum weitergearbeitet haben und uns eigentlich durch die Programmbereiche der Volkshochschule durchgearbeitet haben. Das ist nämlich auch ein schönes Beispiel dafür, wie man die Säulen, die klassischen Säulen der Volkshochschule aufbrechen kann. Wir sind im Fotozentrum, das ist unser Ausgangspunkt, das ist der Bereich Kultur und Gestalten. Wir haben einen thematischen Schwerpunkt, der auch im Bereich Programmbereich 1, in der Politik, Gesellschaft, Umwelt vorhanden ist und wir gehen weiter in den Fremdsprachenbereich oder in den Bereich Deutsch als Zweitsprache.
So, jetzt müssen wir noch gucken, Frau Gurak, wie wir noch Arbeit und Beruf noch reinkriegen. Aber das ist dann vielleicht unser fünftes Material. Wir arbeiten nämlich derzeit an einem Projekt zur Finanzbildung im Bereich der Grundbildung. Und dann könnten wir auch hier vielleicht in 2, 3 Jahren auch noch ein neues Material zeigen. Aber bleiben wir bei der Nachhaltigkeit. Ausgangspunkt war ein Projekt im Fotozentrum unter der Leitung von Ann-Christine Jansson, einer sehr langjährigen Kursleitung in unserem Bereich. Es gab ein Fotoprojekt zum Thema Nachhaltigkeit, Footsteps, die Spuren, die wir hinterlassen auf der Erde. Das ist das Projekt mit unserer Kursleitung ganz im Vordergrund und den Kursteilnehmenden. Man sieht hier unten die Homepage dieses Projekts, und was man auch dort findet, sind ganz viele Geschichten zur Nachhaltigkeit. Zum Beispiel die Geschichte von Andreas Helle, einem Kursteilnehmer: Die Parzelle ist politisch. Es geht um Kleingärten in Berlin. Also ganze Geschichten, die man didaktisieren könnte für den Fremdsprachenunterricht. Das ist eine der Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und man hat diese Homepage. Das heißt, wir haben ja schon ein Material. Wir sind jetzt noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben versucht, dieses Reportage-Fotografie-Projekt zu nehmen, für den Zweitsprachunterricht aufzubereiten, für die Arbeit im Geflüchtetenbereich, und haben zunächst einmal dieses Material, was schon da war, in einer Fotoausstellung für unseren Standort Bergmannstraße aufbereitet. Dieser Standort hat einen thematischen Schwerpunkt im Bereich der Nachhaltigkeit. Das heißt, wir haben dort versucht, nicht bloß versucht, sondern wir haben eine Fotoausstellung geschaffen, die dort jetzt hängt und zugänglich ist mit diesen Geschichten. Was wir aber auch gemacht haben, wir haben eine Didaktisierung aufgelegt, und zwar haben wir damit mit Kursleitungen zusammengearbeitet aus den Geflüchtetenkursen, die versucht haben, diese Geschichten in den Unterricht zu bringen. Diese Geschichten sind teilweise sehr komplex, das heißt, man kann viel über Kleingärten in Berlin recherchieren, kann das in den Unterricht bringen. Es mag aber manchmal zu schwer sein, wenn man dort im Unterricht arbeiten will. Was wir gemacht haben, ist, ein Material zu schaffen als PDF für die Arbeit auf dem Whiteboard. Das heißt, das ist jetzt, die Qualität ist jetzt hier durch den Screenshot ein bisschen vermindert. Es gibt aber eine sehr, sehr gute Bildqualität. Das heißt, wenn man damit arbeitet, hätte man eine PDF, die man im digitalen Whiteboard sehr gut einsetzen kann. Gute Fotoqualität, mit einer Layouterin gut layoutet, sodass man eigentlich eine Art Lehrwerk hat. Also was wir sehen, die Parzelle ist politisch. Wir haben immer einen Bildimpuls, der beschrieben wird zur Visualität. Dann Vermutung, was weißt du über Bienen? Hier ein Imker. Kreatives Schreiben ist beispielsweise jetzt hier mit eingearbeitet. Man kann aber auch sowas haben wie Rollenspiele etc. Also hier gibt es immer so einen kleinen Kreativteil. Und auch ein Grammatikfokus ist eingebunden, wenn ich eine Biene wäre. Was passiert denn? Mir geht es jetzt weniger darum, das Fremdsprachen didaktisch auseinanderzunehmen, das können wir mal in einer eigenen Session machen. Mir geht es darum, wie sind die Materialien gebaut. Wir haben auf der einen Seite ein PDF, was man gut im Unterricht einsetzen kann, was einfach erstmal eine hohe Bildqualität hat. Wir haben dann aber auch ein Word-Dokument, das sieht man auf der Seite, egal, vergessen Sie jetzt, was da draufsteht, wichtig ist, es ist ein Word-Dokument und es ist bearbeitbar. Das heißt, es sieht natürlich nicht mehr so schön aus wie dieses PDF. Es ist ein relativ einfaches Arbeitsblatt, aber man kann es verändern. Und das ist der entscheidende Punkt, denn wir können hier einmal auf das Sprachniveau, wir können im Sprachniveau Adaptionen vornehmen. Wir können beispielsweise sagen, naja gut, Konditionalsätze, wer kann schon Konditionalsätze, lassen wir das mal weg und wir nehmen beispielsweise Wortschatzübungen nochmal hinzu. Wir können Wortschatzerklärungen in anderen Sprachen, in anderen Erstsprachen hinzugeben. Wir können die Aufgabenstellung beispielsweise ins Ukrainische übersetzen und können es dann schnell auch einsetzen. Und wir können natürlich auch das ganze Material auf andere Fremdsprachen übertragen. Wir haben es einfach mal gemacht und haben versucht, einfach den Textteil über DeepL zu übersetzen, zurückzuübersetzen und dann nochmal anzupassen. Also man hat relativ schnell Materialien auch für andere Fremdsprachen. Wo stehen wir gerade mit ERGS, mit der Reihe, die wir jetzt geschaffen haben?
Wir binden, wir haben neue Formen aus der performativen Didaktik, diese Lehr-Lern-Videos eingebunden. Dazu haben wir mit der Freien Universität Berlin zusammengearbeitet, mit der Englischdidaktik, die hier mit ihren Studierenden zusammen mit uns kleine Lernvideos geschaffen haben. Sie können sich das einfach auf der Seite mal anschauen, brauchen ein bisschen Zeit dazu. So ein Video ist immer so um die 5 bis 8 Minuten. Und wir führen das Projekt weiter. Derzeit entwickeln wir ein Material für das Sprachenpaar Ukrainisch-Deutsch. Wir haben Tandem, ein großes Tandem-Projekt aufgelegt. Und hier haben wir mit der Comic-Werkstatt, wir haben nicht nur das Fotozentrum, sondern wir haben auch eine Comic-Werkstatt an der Volkshochschule Friedrichshain-Kreuzberg. Und wir haben eine eigene kleine Geschichte, eine Reisegeschichte entwickelt, bei der wir sprachliche Fertigkeiten und Kompetenzen versuchen zu vermitteln in einem Tandem-Material zwischen Ukrainisch und Deutsch. Und das kann man dann natürlich auch wieder verändern, auf andere Sprachen anwenden. Wir haben jetzt sogar diese Version, es gibt also eine Comic-Geschichte, einmal auf Deutsch, einmal auf Ukrainisch, jeweils mit eigenen Abschnitten. Und es gibt eine dritte Version, wo die Sprechblasen quasi nicht gefüllt sind, wo man eine andere Sprache einsetzen kann. Zum Beispiel Spanisch, Italienisch oder Japanisch. So, und jetzt hoffe ich, dass ich die Zeit von Ihnen nicht überstrapaziert habe. Ich sehe Sie hoffentlich gleich beim Essen. Ich schlage vor, dass wir diesen Post-Talk gleich beim Essen unten machen und dann können wir alle gemeinsam jetzt erstmal Mittagessen gehen. Ich glaube, das ist für alle ganz gut. Wir freuen uns über Feedback. Auf der Seite gibt es einen Feedback-Link und natürlich muss ich auch noch Dank sagen, und zwar allen Projektbeteiligten und Förderinnen. Das ist ja über den Integrationsfonds des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg auch gefördert worden, das ganze Projekt, aber vor allen Dingen auch den Kursleitungen, die hier mitgemacht haben und auch ihre Teilnehmerinnen überzeugt haben, im Projekt teilzunehmen, am Projekt teilzunehmen und diese Materialien zu entwickeln. Namentlich wären das Ann-Christine Jansson, Jarisch Plättstößer, Serap Ünalan und natürlich auch Frau Michaela Sambanis von der FU mit ihren Studierenden. So, jetzt hoffe ich, die Zeit wieder etwas eingeholt zu haben und super, niemanden hier überlastet zu haben. Ja, herzlichen Dank, Herr Walter.